Das Bild Into the Forever widmet sich tatsächlich einem ganz charakteristisch altägyptischen Thema, dem der Jenseitsversorgung, dem Glauben an ein ewiges Leben. Und in Ägypten war es ja so, dass man ganz fest daran geglaubt hat, dass man nur weiterleben kann, wenn man einen funktionstüchtigen Körper hat, was sich dann natürlich in der sehr markanten Mumifizierung niederschlägt. Und bei diesem Bild hier hat Mark Barvey tatsächlich auch ganz direkt ein altägyptisches Objekt zitiert, und zwar einen Sarg, der sich heute im Römer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim befindet und der sehr detailliert die Mumifizierung tatsächlich darstellt. Und dieses war durch einen Priester, der mit einer Maske bekleidet ist und tatsächlich diese ägyptische Mumie gerade herstellt. Und das wiederum verdeutlicht auch dieses Spiel von Mark Barvey mit wirklich altägyptischen Ideen und Themen, aber gleichzeitig auch originalen Objekten, die er in seine Fotos hineinmontiert und diese halt als einen Teil verwendet. Wir sehen zum einen diese sehr, sehr seltene Maske eines Priesters, wie aber auch hier vier Eingeweidekrüge, die unter der Totenbahre stehen. Und das sind tatsächlich antike Objekte. Gleichzeitig verwendet er natürlich die Bilder von seinen modernen Fotomodellen und er arbeitet aber auch mit digitalen Elementen, wie hier unter anderem der Kleidung dieser Person, die tatsächlich einfach nur am Computer entstanden ist. Das heißt, das Ganze ist ein Zusammenspiel von verschiedenen kleinen Facetten, die er zu einer großen Komposition zusammenbaut. Und dieses Spiel zwischen alt und modern haben wir tatsächlich in der Ausstellung auch dahingehend nochmal erweitert, indem wir den Bildern von Mark Barvey auch altägyptische Originale gegenüberstellen.